Sag mal. Was ist denn da unten? Sag mal. Oder aber da etwas? Keine Ahnung. Hallo Leute, willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Ja, wir sind hier irgendwo. Irgendwo hier im Blütenmeer, Blütenparadies. Keine Ahnung, ist alles gelbe, ist alles so. Entschuldigung, das ist alles voller Pollen da. Da pullt man sich ja direkt. egal. So, Schnabel. Ja, unser Domi hat gerne den Schnabel voll. Was? In der heutigen Folge würde man sagen, Cosmog finden. Dürfte sicher mal ganz interessant. Zuerst mal sicher, weil das ein bisschen schneller abhanden haben möchte. Oder abkannen haben möchte. Direkt mal hier Schutz einsetzen. Gott sei Dank. So, ansonsten denke ich mal, die restlichen zwei Starten noch entwickeln. Sprich, Flamia und Robball. Dann doch noch ganz gerne. Und vielleicht schaffen wir sogar noch, den ersten Inselkönig herauszufordern. Was denn das? Es ist die Meereshöhle. Oh mein fucking Gott. Fluchtseil. Darf ich hier schon sein? Fragt das Fluchtseil. Oh. Oh. Ja, ich erinnere mich ganz, ganz dunkel an den Ort. Noch aus Pokémon Sonne und sagen wir es mal so, ich sollte nicht zu lange in diesem Ort verweilen. Zumal es nichts viel bringt. Ja, keine Sorge, neuen Pokémon. Machen wir auf dem Rückweg, dann wenn wir relativ schnell rauskommen. Oh, bin ich bereits hier. Scheiße. Tja, die Kalae-Bucht. Ich habe gerade keinen Schutz. Ja, wir machen nochmal später hin, sobald wir surfen können. Dann natürlich momentan noch ein bisschen unpraktisch. Ein Netzball für Käfer- und Wasser-Pokémon, oder? Ich glaube schon. So, Schutz. Schutz gegen den Schmutz. Ja, und ich meine, ich komme ja von hier. Ah, wieder den ganzen Weg zurück, okay. Hier geht's zum Item. Ewiges Eis! Nur doof, dass wir noch gar kein Eis-Pokémon haben. Nein, geht's gar nicht weiter. Schutz. Ja, schützen wir doch mal ein bisschen. Hat das hier noch etwas, Wir wissen ja wo. Okay. Nein, das war für später. Scheiße, wir haben voll. Den ganzen Weg umsonst gelatscht. Michael, sorry! Ein Heilball! Also, ich meine, ich finde es schon geil, mal ganz allgemein gesagt, Leute, ich finde es schon geil, dass man viele verschiedene Pokebälle-Sorten einbaut, aber so ein Heilball. Wozu ein Heilball? Der hat Effektivität von normalen Pokéball, glaube ich, und der heilt das Pokémon danach. Ja, schön, wenn ich es in die Box schicke, nach dem Fangen ist auch sofort geheilt. Also, insofern. Ich meine, das Freundschaftsball verstehe ich noch, ist irgendwie logisch. Vor allem für Happiness-Pokémon und so weiter und so fort. Netzball eigentlich auch, gut, also ein Köderball noch, da kann man sich auch überlegen. Gelber Nektar, ja, da ist halt für den Vogel. Um dessen Form. Entdeckt, okay. Kennen wir. Ist halt die Form zu verändern von diesem Vogel, war? Da kann man ändern. In rote Form, das wäre Feuerflug. Typus in der rosa Form, wäre glaube ich Psychoflug. Und so eine bläuliche Form, das wäre Geistflug. Und halt je nachdem. Ich glaube, die Status sind immer gleich, war? Ich wollte jetzt hier irgendwie so einen Quatsch erzählen. Nee. Folterspann, ja, schön für dich. Ja, Werte müssen eigentlich immer gleich sein ungefähr. Oh, die Höhle, die Pokémon war. Ja. Egal, wir kommen sowieso nochmal hin, Freunde. Insofern. Achso, ne, aber Schutz fortsetzen. Hä? Schutz fortsetzen? Nö. Ja, diese Vögel. Status weiß nicht immer gleich. Ich glaube, die Attacken müssen unterschiedlich. Und ein Wommel. Ein Fee-Typ, Käfer, Fee.
Hab ich aber keinen Bock auf so einen Wommel. Hab ich auch auf Sonne schon gefangen, deswegen. Weg mit dir! Warte nicht mehr vom Pokédex. Ja, irgendwie dieser Vogel, um darauf zurückzukommen. Denn glaube ich auch vor allem der Tackenflat teilweise noch und ein Typus und das war es eigentlich auch schon. Mit diesen Necktankern halt jeweils die Form ändern. Toll. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ein Wommel. Wommel, Wommel. Ja, Wommel dich doch mal davon. Apropos Thema Pokédex vervollständigen. Wie heißt es schon im Titel? Let's Catch 'em All und so weiter. Das hat sich Game Freak ja schön überlegt bei der 7. Generation. Wir hatten ja bisher eigentlich immer so, wir hatten Regionaldex. Halt meist so benannt nach der Region, oder? Zum Beispiel der Alola-Dex, ist ja jetzt Roto, ganz logisch. Und am meisten noch ein Nationaldex. Ha, ha, ha. Piu! Ja, sogar Cosmo muss lachen. Selbst Cosmo muss da lachen. Du denn vielleicht eins. Piu, piu. Ich piue gern. Danke, Michael. Dein Trompex sollte wohl auch denken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Yeah, gehalt! Je nach hat das nächste sind die Schlürfen ändert, ja. Hab ich gerade schon erzählt. Hätte meine Entwicklung eine sogenannte Formwechselung. Interessant, oder? Ja. Das ist eine Art Slide-Digitation. Aber schnell zurück in die Tasche, Wölkchen. Umtoben, sicher schon sagen. Piu, piu. Ich will nochmal rein, ich muss nochmal, da gibt es noch ein Item. Was machst du hier, Tali? Hat Prüfung bestanden, hä? Hey, Michael! Jetzt müssen wir kämpfen. Danke für die Vorbereitung. Es ist der Tali, natürlich! Ein Pikachu gegen... Oh Gott, gegen Domi. Mag Domi Elektroattacken? Ich bezweifle es ein wenig, außer wäre Bodenflug. Also das Spiel wäre Skorklar. Skorklar. Nö. Bist du das Level dafür? Flamiao, Robball, Slimer. Warum fragst du? Was ist damit für Attacken? Fungift, Bisse. Auch nix. Ja, komm, mach mal Flamia, weil Robball wäre auch nicht gerade die beste Idee. Wegen Pokédex, genau. Wie gesagt, hey, gab es eigentlich pro Generation seit der ersten halt, oder seit der zweiten, glaube seit der zweiten, gab es ja eben einen Regionaldex plus noch einen Nationaldex. Nationaldex hat man halt meistens nach der, Alter, sinkt der meine Werte, und meistens nach der Liga bekommen, um halt einen Pokédex voll zu kriegen. Ist ja ganz nett und so weiter. In dieser Generation, oder sprich zumindest in Sonne und Mond, gibt es das nicht mehr. Yeah! Es gibt doch keinen, in diesem Sinne, Regionaldex, wir haben nur noch Roto, den Alola-Dex. In der Alola-Dex umfasst ja 302 Pokémon, glaube ich, dürfte es ungefähr sein. Das sind ja schon relativ viel von Regionaldex vor allem, aber es sind noch über 400. Also über 500, mit weil über 800... 40, 50, 60 oder sogar. Ich glaube etwa 80 neue Pokémon. Ja, ich meine, wenn es mal so betrachtest. Pika! Den Nationaldex rausgenommen. Du kannst nur doch trotzdem Pokémon aus anderen Generationen rübertauschen und transferieren. Und halt auch fest, Nationaldex gibt es insofern nur noch in Pokémon Bank. Was dann anfangs 2017 noch irgendwie aktualisiert und so weiter und so fort. Insofern muss man sich schon fragen, hallo? WTF und so weiter, warum tut man das? Ja, kommt so eine schwachsinnige Idee? Also was schwachsinnig für mich jetzt, aber... Ich meine, fällt sowieso noch viel bei Rotball. Ich meine auch generell natürlich auf Ausblick darauf auf künftige Remakes. Zum Beispiel das vierten Gen, oder? Die haben eine Perle. Und das auch dort auch so, sonst mal sagt, yo, du hast die Pokébank, da ist dein Nationaldex. Fertig. Ich meine, ist ja auch komisch, wenn irgendwie die Pokémon von anderen Generationen rübertausche.
Die haben einfach keine Pokédex-Nummer. Sieht dann auch ein bisschen crazy aus. Und wie wird denn die Verwaltung sein? Normalerweise kannst du ja keine Items transferieren über Pokémon Bank. Also ich hoffe, es wird noch ein bisschen angepasst. Wobei eben... Also nur schon mal klar ist, man kann nicht über die 6. Gen... Oder zumindest momentan nicht, ist irgendwie die Vermutung dabei. Und die 6. Generation... auf 7. Generation und Items tauschen. Vor allem natürlich die Megasteine werden dann natürlich hoch im Kurs. Aber offenbar wird das auch nicht gehen, das heißt, wie gewohnt, über Pokémon Bank kannst du halt einfach die Pokémon transferieren, fertig, kein Items. Das finde ich auch ein bisschen doof, weil ich will doch nicht ständig in der Generation die Items neu kaufen. Und die ganzen Items, die ich da im Kampfressort so gekauft habe, die waren schweineteuer und jetzt einfach alles, ja, muss halt normal machen. Finde ich persönlich jetzt nicht so der Hammer. Aber naja, mal gucken, wie es soweit ist. Jetzt erstmal Flamiau macht die Digitation zu! Mizunda! Cool. Miauts, genau! Für Mizunda wurde ein Eintrag gemacht, hey, im Pokédex, oh yeah! Mizunda! Dieses Pokémon ist sehr stolz, seine starken Vorderbeine. Außerdem kann es mit nur einem Schlag eine Eisenstange verbiegen. Alter Schwede. Ach ja, unser... Wer ist das schon wieder? Arboretus oder so etwas? Ja, was ein seltsamer Name, war. So, Lock wieder trocken. Alles prima. Nathalie? Was immer stand. Etwa? Klar, hey! Unsere Hände zur Rolle schon die Hände. Wie meinst du das? Hallo, hallo, hallo. Der Inselkönig, die große Prüfung! Gegen heftige Attacken. Echt so heftige! Mit etwas Rückenwind hat er immer seinen Pokémon-Namen. Eine schöne Menge in Halle antreten, ich hätte finden in Lily Ibs. Ja, das kann schon sein, aber ich habe noch was zu tun. Kleiner Bautz, kleiner Rote. Ich sag schon Bautz. Kleiner Roto. Ein kleines Rotomobil. So, erstmal den noch und dann, Festivalblase. Ah, da hab ich gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Da haben wir natürlich auch noch jemanden ein bisschen angucken müssen. Hallo? Netzball. Gelber Nektar. So. Ich schalte ihn wieder ein, weil ich einfach nur Bock drauf hab. So. Das schnell rüber zur Position, wo Cosmog war. Denn wie bereits erwähnt, dort gibt es, wenn ich mich erinnere, noch ein Item. Welches wird das bloß? Ja gut, Nektar natürlich auch. Das war ich jetzt gar nicht. Hier. Es ist der Giftstich! Gift! Beobachten? Pokémon-Sucher activated! Jetzt kann ich zoomen, Mann! Ist das nicht geil, Mann? Ja, genau, so zoomen. Nicht so besonders, aber das kommt noch. Was mmst du so rum? Echt gut! Danke, Roto! Ja doch, ja doch! Ich war jetzt so Fotoauswahl. Das ist doch gut. Das wurde geteilt. Yeah. Kommentare, Likes! Nur so wenig Kommentare? Ach komm schon, Leute. Ihr könnt mich ruhig ein bisschen mehr unterstützen. Ach, Version 3 auf. Das ist bei 10.000. Guten Wertungen. Also, ob ich jemals 10.000 Abonnenten kriegen würde. Egal, darum geht's ja auch nicht. So, mit der Pokémon-Sucher. Wir haben ja alles gut zurück.
Nee, jetzt mal nicht, weil ich glaube, wir sind sowieso nicht mehr weit davon entfernt. Na, was soll's, wir entwickeln noch ganz kurz unsere Robbe weiter. Robbal, du bist dran, Mann. Du, 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 du. Schon krass, weil Robbal hat sogar zwei Prioritätsattacken. Was nützt, um Schaden zu machen und coole Augen Angriff zu senken? Also, es sind schon. Jo. Prio-Attacken. Da, da, da. Das ist eine scheiß Idee. Dankeschön. Oh. Von wegen kurz Robbal trainieren. Ja, 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 ja. So. Jetzt muss ich ihn doch noch heilen. Was hier schon wieder? Ah, genau, gibt's Stich. Ich würde sagen, vielleicht sogar am besten ihm ja geben. Slime, Slime. Aufwecker. Robbal ist endlich wieder aufgewacht. Du, du, du. So. Kapitel beendet. Wie war das noch? Okay, aber ich bin noch nicht so weit, wa? Okay, fehlt noch ein bisschen was. Der Trainer der roten Karte. Du, du. Die rote Karte ist auch irgendwie so. Wie ich finde, ein sogenanntes Nerv-Item. Es dient eigentlich nur dazu, den Gegner zu nerven, mehr eigentlich nicht. Trainerhoffnung, der Jay! Jay? Dr. Jay? Es ist ein Feuer-Pokémon. Ich hab die Aqua-Knarre! Gut! Bringt nix! Natürlich! Kann nur so ein fucking Pech haben! Es wurde eigentlich gerade mit Dinglos und mit Aquadüse aber natürlich jetzt geschwächt. He? Verbrennung senkt den Angriff um eine Stufe. Water Gun! Vulcano ist au Mann! Und Robbal schließt sich dem Team an! Ja, ja, ja. Auch er ist down, auch er ist down. Ja, Mann, was geht ab? Robbal! Schinka! Marikek, Marikek! Ja, ein männliches Marikek. Yeah, ich freu mich! Marikek, registriert! Fühlt sich anderen sehr verbunden. Wenn sein Trainer schlecht Laune hat, muss er sie mit einem Tänzchen auf. Ach, da ist doch nü, süß. Yeah! Yeah, Mann! Ich bin Marikek! Was geht ab, Alter? Nicht so viel. Eigentlich meinst du ja. Ah, genau so. Das sind kleine Funken. Hab ich das auch noch nie gesehen, ey. Sag mal. Aber es langsam. Yeah, man. Danke, Mann. Kein Problem, Frau. Mann, Pokémon ist egal. Yeah, Mann, zwei Pokés entwickelt. Geht's noch krasser, Freunde? Ich glaube nicht. Wir haben Marikek. Mit Sturzbach! Naja. Initiative Plus, Spezialangriff runter. Ist bei ihr natürlich scheiße. Also, ihr, ihm. Ist bei Marikek natürlich scheiße, weil. Die geht natürlich schon auf Spezialangriff, insofern. Ja. Bei ihm ist eigentlich auch scheiße, spielt sogar eine große Rolle, weil. Fuego, die Entwicklung. Und mit Zunder ist sowieso eher lahmarschig. Originaltrainer Mike. Mike, Michael.
Haben wir schon gesagt, Umi ist eigentlich gut so. Arboretos. Ja, eigentlich auch. Wie gesagt, sind ja vor allem für den Story-Modus und deswegen ist eigentlich nicht schlecht insofern. Es kann schlechter sein, es kann auch besser sein. So, weit so gut. Oder könnte man den Rest noch ein bisschen trainieren? Logischerweise, Part ist zwar langsam sicher vorbei. Ja, jetzt sollst du mal ein bisschen zurückgehen, war das, denke ich mal. Ich sehe nicht mehr weiter, wir sehen es direkt auf der Karte. Ja, trotzdem froh, wenn er hier noch... Lass mich raten, na, wollte ich gerade sagen. Lass mich raten, nochmal ein Grabbox. Ey, ich weiß nicht, aber hier im Mond taucht das ständig auf. Und dachte schon, ich hätte ein Sonnenglück gehabt, weil es auch etwa dreimal kam. Dabei, wie gesagt, das soll eigentlich relativ selten sein. Also das sind ein, zwei Orten, ja, aber dort... Ja... Kommt sie dann halt häufig, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, dass jedes Mal da sein muss. Ey, das ist unglaublich! Was habe ich... Ich habe ein Spiel verpackt. Jedes Mal so ein Krabbox! Das kann ja nicht wahr sein! Krabbox, Krabbox! Krabbox! Ja, es ist Krabbox! Kampf versus Kampf! Autsch! Durchbruch! Ja, Mann, das ist mein Durchbruch! Oder auch nicht. Drüber! Iii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 
Beziehungsweise die Attackenerinnerer mit der Herzschuppe, genau die sind es, ja. Aber eben, die funktionieren hier ein bisschen anders. Zwar eigentlich gleich, plus besser. Man kann es echt so formulieren. Und das ist ja auch ziemlich krass. Man macht sich nass. Und halt noch einer. Mann, oder ein paar Teile ein bisschen früher beenden. Ratfratz! 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 Mann, fuck so! Boom! Nein. Mann, fuck so! Mann! Mann, fuck so! Mann, fuck so! Ratfratz! Aber Retro 3 Level 18! Ist das geil? Ist das geil? Ja, ich finde das richtig steil. So, im nächsten Part dann der Kampf gegen Halle beforschen, müssen wir sowieso noch überlegen. Kurz zuhören? Klar doch! Ist nichts anderes mehr. Schön Schwein. Wir können nicht da. Eins fangen. Ja, wir müssen sowieso noch Rufus fangen trainieren. Und vor allem entwickeln noch. Jetzt kommen wir hier durch, war schön. Jo, wenn ein paar gegen Halle antreten, ich will es gegen Halle eigentlich so machen, wie bisher bei Arena-Kämpfen auch, sprich, wie es bei Uras auch gemacht habe. Und zwar nur so viele Pokémon einsetzen, wie er einsetzt. Hä? Mach ich noch nie? Bist du verarschen, Kleiner? Hä? Ja, ihr habt nie gegen den gefightet? Ernsthaft jetzt? Okay. Ja, so wie man dazu vorhin, dass ich halt das eben vorhabe. Den will man so ganz kurz nachgucken, wie viel er schon mit einsetzt, aber es wird sicher relativ spannend, vor allem wenn es nur zwei Pokémon sind, weil, ja, was ist hier Spezialität von der 7. Gen? Sonnenmond? Genau, Z-Attacken. Das wird noch richtig lustig. Sag doch vor, dass du so stark bist, du bist doof, Mann, doof, doof, doof. Schnauze, Schnauze, Schnauze! Hä? Hast du jetzt mal in ihr Blimp vorbeigelatscht oder was? Verwirrung? So, wo ist mein Schutz? Ja, muss schon im richtigen Register suchen. Naja. Paraheiler! So. Ich habe jetzt einen noch heilen. Oh, muss bei mir zu Hause machen, stimmt ja. Du und dein Team habt die Prüfung bestanden. Ja, das haben wir, aber wie es jetzt nach der Prüfung weitergeht und ob jetzt wirklich schon die große Prüfung bevorsteht, diesen will es mehr sehen wir hoffentlich in der nächsten Episode da hier beim Let's Play zu Pokémon Sonne und Mond. Let's catch them all. Ja, dann muss man gucken, wie wir das machen mit Pokémon Bank und so weiter. Schande über euch! Wer auch immer gerade gemeint ist, weiß auch gar nicht, ich vermute über mich selbst oder... Ich hatte keine Ahnung. In diesem Sinne, fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.